Es geht weiter. Metal Gear Solid 5, Minen suchen für Anfänger. Sozusagen, eine fehlt mir noch. Eine fehlt mir noch hier. Im großen Reigen. Ich weiß noch nicht ganz, wo sie ist. Ich hätte Glück gehabt, dass der eine mir reingelaufen ist. In die Mine und sie hier gelegt hat. Aber die müsste irgendwo sich hier befinden. Ich habe auch schon den anderen Kollegen weggegeben. Guck mal, hier im Dunkeln. Ah, meine Batterien sind. Obwohl, die Batterien laden sehr schnell wieder nach, ne? Hatte ich das Gefühl gerade. Lass mal wieder ein bisschen aufladen. Da ist jetzt wieder ein bisschen voller als vorher. Ja, aber da sagt mir nicht, dass das hier, irgendwo hier im anderen Gebiet noch ist. Wenn ihr eine gelbe Mine auf dem Boden seht, dann gebt mal Bescheid, ne? Irgendwo mitten im Strauch. Oh. Oh, Glück gehabt. Das war Glück. Was suchst du denn auch hier hinten? Du hast ja nichts verloren, Safti. Da ist die Waffe von dem einen Typen, der in die Mine gelaufen ist. Die Minen waren hier ja nicht im Licht, ne? Schade, dass man sie auch nicht mit dem Fernglas irgendwie anvisieren konnte. Komm, kann man nicht jetzt an dieser einen Mine scheitern, dass ich die Mission nicht machen kann. Dann mache ich gleich einen Airstrike. Ah, da, oder? Nee, scheiße, ist nur die Pistole vom anderen. Fuck. Ich mache hier gleich einen Airstrike. So, ist das auch eine Pistole? Auch eine Pistole. Ah, da ist er. Okay, ja gut. Ist mir egal jetzt so. Da, schon wieder. Ey, dass ihr den Emmerich immer noch bei euch auf der Station lässt, wenn ihr schon wieder das auslöst. Aber hier, genau das gleiche wie vorhin, ne? Nebenmissionen machen. Und jetzt. Er hat was herausgefunden. So, Cassette Tapes, können wir mal reinhören. Da oben. Incident at the quarantine facility. Assuming the vocal cord parasite evolved, I'm sorry, underwent a mutation. The only plausible explanations are exposure to some high concentration mutagen or radiation. As you know, some of the staff at the quarantine facility were infected with the parasites. The Wolbachia prevented them from copulating, but the parasites themselves can't be removed from their host's vocal cords. Once you're infected with Skullface's parting gift, you're stuck with it. Okay. The researchers regularly used X-ray equipment to monitor the parasites in their throats. No problem there, they kept a close eye on the radiation doses. But that equipment didn't just give off X-rays. It was also emitting beta rays. Nicht die Beta Rays. Even though that's unnecessary for the scans. See, beta rays have far worse effects on DNA than X-rays. Meaning the only logical conclusion is that someone added in a beta ray emitter. Also Yui muss mit Absicht das gemacht haben. Because the emitter was retrofitted, the shielding was inadequate. And the person who ordered and inspected the equipment was you, Doctor.
That makes you the only person with the opportunity to install that emitter. So now you're saying I sabotage medical equipment for some wild plan to make... Ja, kannst du reden, was du willst. Also irgendwie, ach, der ist weird. Der Yui. Weirder Typ. So, ist jetzt wenigstens neu? Nein, ne? Ah. Total Stealth, the War Economy. Okay, das ist eine neue, die dazu gekommen ist, aber... Eliminate CFA Officials Stationed at Praga Airport. Okay, das hatten wir aber auch schon mal, die War Economy, ne? White Mamba, was denn? Oder? Kann ich wieder nicht lesen, aber es kommt mir bekannt vor mit dem... Das ist auch wieder Total Stealth, was soll denn das? The War Economy. Ah, The War Economy. Ja, hatte ich schon mal. Nee, Minjong. Ja, wieder zurück zur Mother Base. Please select a landing zone. Heading to Mother Base. Ich werde so lange Nebenmissionen machen, bis ich das vernünftig triggern kann. Weil wenn es jetzt, also meiner Berechnung nach, das mit Huey jetzt gewesen, das muss ich jetzt auf die Station, damit ich eine schöne Cutscene sehen kann. Und er zur Rede gestellt wird. Oh, es ist traurige Musik jetzt. Kein normaler Anflug. Auf die Station. Ist auch alles so rot. Oh, ich bin noch nicht mal direkt gelandet. Es ist wieder die traurige Musik, da passiert irgendwas. Ah, oder kommt die traurige Musik jetzt immer, weil es traurig ist mit dem, was hier passiert ist? Ah, guck mal, da warten Leute auf mich. Was passiert hier? Mission List. Ja, da müssen wir wohl noch weitermachen. Die habe ich ja auch schon erledigt. Except this mission. Ne? Ach, warte mal. Kann ich die noch mal machen? Except this mission. Ich probiere es mal, ob ich die... Okay. Die habe ich doch gerade gemacht. Das ist doch die, wo man durchgegangen ist. Muss ich den zweites Mal machen? Nein. Dem sollte nicht so sein, oder? Mal schmeißen mich wirklich genauso wieder raus wie vorhin. Flashback. Flashback, okay. Er hat Flashback genannt, also für die eine oder andere Mission, dass ich sie anscheinend nochmal machen kann. Boss, let's go over the situation. Aber die skippe ich dann. We've got another parasite out. Ja, skip. Nochmal, ich gehe jetzt nicht nochmal da durch und erschieße alle meine Leute. Return to ACC. So. Dann gehe ich nochmal los und mache ein bisschen Nebenmission weiter. So soll es sein. Wenn du schon so machst, Kojima. Aber was sollte der Grund eben sein, dass man das so anstellt? Oder muss man eine gewisse... muss man eine gewisse Completion entweder haben? Also ich bin ja fast bei 50% angelangt. Oder seine Base ausgebaut haben. Support-Plattform, Medical-Plattform... Habe ich denn 25.000? Ich kann auch nur eine davon bauen, ne? Dass das so viel Fuel Resources braucht, ja, das nervt mich. Commencing platform construction. So, und die FOB will ich gar nicht erst. Das ist nämlich eh nur Fuel Resources. Development, haben wir da was? Please specify a project. Was ich haben will, ich habe aber nicht so viel GMP mehr über. Ah, ist aber noch was Neues dazugekommen. Das gefällt mir. Rewards mitnehmen. Oh, sogar einen Panzer habe ich gekriegt. Das ist cool.
Ich würde mehr S-Soldaten haben, nicht nur A+. A+ ist ja Pipifax für mich mittlerweile. So, Combat Deployment. Fährt eine Pipeline, mir fehlt ein Panzer. Okay. Kann ich denn irgendwo einen Panzer kriegen? Ne, hier rüber nicht, den muss ich wohl auf dem Feld finden. Gar nicht mal mehr auf die Prozent anzeigen. So. Also es sind Extraktion, Prisoner und Highly Skilled Soldier. Das läuft irgendwie auch selber aus, dass es Tank Unit ist eigentlich auch. Extract the Highly Skilled Soldier. Extraction alles, ne? Und Eliminate. Also nicht mehr sowas Pipifax Einfaches wie mache mal. Hau einfach mal alle Minen weg. Jetzt nehme ich Quiet aber mit. Jetzt sogar ihre neue Waffe. Die verbesserte Wicked Butterfly. Was war mit der Sinful Butterfly? Endload Animation. Improved Accuracy. Ach, das hat einen Suppressor. Achso, ja, dann ist er da. Wow, Suppressor sogar. Alles klar. Da kann sie ja alle umbringen. Und niemand hört sie, weil sie einen Suppressor drauf hat. Schön, schön, schön. Mit dem Schalldämpfer. Der Dallschämpfer. Ich hätte wirklich in der Zeit alle anderen Metal Gears durchspielen können hier in den Nächten. Ich hatte ja in Vorbereitung das erste und das zweite ja durchgespielt, hatte ich ja schon mal erwähnt. Das dritte und das vierte hätte ich auch noch bis hierhin durchgeschafft, ne? Ach, das vierte war aber so cool. Vierten Teil damals bekommen, vorab. Und damit wir das für die TV-Sendung damals machen können, als TV-Beitrag, habe ich das ganze Wochenende reserviert, alle hier Telefon am Plug gesagt, also Leute, ihr könnt mich alle mal. Dann von Samstagmorgen bis Sonntagabend. 20 Stunden insgesamt. Oder irgendwas über 20 Stunden. Das war geil. Aber es war auch sehr story-heavy eben, ne? Das hast du hier ja nicht unbedingt mehr. Das ist ein komplett anderes Erlebnis. Ich würde mir eigentlich mit diesen ganzen Gameplay-Sachen, die hier da sind, dass die reinfließen in ein paar Remakes von den alten Metal Gears. Gerne Metal Gear Solid 1. Oder von mir aus, die nicht die Solid, sondern nur die Metal Gears. Ne? Metal Gear 1 und Metal Gear 2, die es nur auf dem MSX gibt. Also diese ganz uralten 2D-Geschichten. Hier ist es wahrscheinlich. Diese 2D-Geschichten. Dass die einfach nochmal in 3D gemacht werden. So, vielleicht war es schlecht, Quiet hier mit der tödlichen Waffe auszustatten, weil ich muss ja hier einen Soldaten extrahieren. Das bedeutet, ich muss herausfinden, welcher der Soldaten denn überhaupt es wert wäre, von mir mitgenommen zu werden. Ob die sich überhaupt hier befinden. Ich höre dich, Quiet, ich höre dich. Ah ja, da. Achso. Ich hätte den Schirm von Quiet jetzt ausschalten lassen sollen, ne? Aber nein, sie hat ja tödliche Kugeln dabei. Okay, den müsste ich eigentlich nur extrahieren. Wenn ich Glück habe, kann ich mich drumherum schleichen. Und da ist sonst keiner. Dann haben wir noch eine Nebenmission erledigt. So sollte es sein. So, ich hoffe, die haben keine Helme auf. Die haben wahrscheinlich Helme auf, oder? Zwei Scharfschützen nebeneinander. Oh,
Okay. Nicht abschießen. Okay. Auch die Nebenmission ist geschafft. Was bleibt uns noch? Gibt es hier einen in der Nähe, die ich machen kann? Also ich bin gerade hier. Die Vierer hatte ich schon gemacht, aber er ist wieder freigeschaltet. Prisoner Extraction. Oh, die eine ist hier oben. Moment, ich weiß sogar, wo der Prisoner ist. Okay. Oh, hör auf damit. Okay. Dann muss mich der Helikopter... Oh. Okay, da soll ich natürlich nicht mitten im Kampfgebiet stehen bleiben. Ich hoffe, der lohnt sich. Ah ja, A++, ja. Wir müssen eben ein paar Leute ersetzen. So, dann Helikopter. Pickup. Wo ist denn die nächste? Das ist die hier, ne? Ich würde am liebsten hier eigentlich einen Helikopter nur sagen, dass lande da und schwing mich rüber zu der anderen Location, sodass wir nicht mehr zurück müssen und noch mehrere Ladezeiten mitnehmen. Ja, das nächste ist eine Prisoner Extraction, die ich mache. Da kann Quiet gerne alle erschießen. Jetzt liegt sie da oben. Je öfter ich sie auf Mission mitnehme, umso mehr steigt auch unser Bond-Level, ne? Also nicht James Bond, sondern unsere Bande. Unsere zarte Bande der Freundschaft. Der sexuellen Freundschaft, nein. Das nicht. Mit Quiet. Doch sowas wie eine Mörderin für uns. Die uns umbringen wollte. Ja, achso, das ist ja Quiet. Da steht sie. Ja, ja. Geformter Körper in Infrarot. Nein, Infrarot ist es ja auch nicht ganz. Was gucken wir? Was sind das für Schallwellen oder für Lichtwellen, besser gesagt, die hier in diesen Farben angefangen werden? In Gelb und Grün-Gelb. Ich benutze ja echt so viel, dass das Nachtsichtgerät. So, wenn es jetzt nach der anderen Reihenfolge geht, nach drei Mitteilungen hat sich noch eine, oder besser gesagt, nach drei Missionen hat sich noch eine Mitteilung freigeschaltet. Jetzt habe ich eine Mission gemacht. Wenn ich jetzt noch zwei mache, heißt das, dass ich dann die nächste Hauptmission freischaltet? Langsam auf 49%, auf über 50% komme. Über 50 reicht mir eigentlich zum Durchspielen. Die zwei immer noch nicht, aber. So, Mission. Sind immer noch die beiden. Und da ist ein Punkt wahrscheinlich, weil die. Aber der Punkt kann ja auch nicht bedeuten, dass ich das, die machen muss. So, Side Ops List, warte mal, Combat Deployment. So. Was bedeutet das denn mit dem Gelben? Extract the highly skilled soldier, die haben wir alle gemacht. Das sind nur neue Sachen, ne? Prisoner Extraction. Eliminate the tank unit. Heavy infantry. And the prisoner extraction. Please select a landing zone. Hat er schon markiert, ne? Ach, Moment, wo ist das? Ah, Central Base Camp. Okay. Hm. Da hinten. Na gut. Lass das machen. Dann kriegt Quiet aber. Oh, ist das eine Prison Extraction? Ja, da kann sie gerne töten. Das ist mir egal. Da kann sie alle erschießen. Von oben bis unten erschießen. So gut es geht. Ich bitte darum, Quiet. Erschieß die bitte alle. Zacke die, zack, zack, zack. Zack, zack, zacke die, zack. Quiet. Sei doch nicht so leise.
Einmal schießen der Leute. Denn dann sehen sie dich. Dann hören sie dich. Quiet. Quiet. Habe ich gerade unterbewusst diesen Song geschrieben, basierend auf Quiets Gesumme. Quiet. Du hast lange Zeit nicht, wo dieses Summen herkommt, aber es ist einfach quiet, die in die Mikros summt. So, wo ist er? Quiet, du darfst gerne... Ach nee, ich muss erstmal mitkommen. Aber die hat sich schon ihren Spot gesucht. Ich sag ihr schön, cover me. Darf gerne alle erschießen. Kannst alle töten, Quiet. Alle. Aus dem Leben kegeln. Mit einer Kugel. Kugel den Kegel. Kegel die Kugel. Das ist schon, schon wieder die hier, ne? Okay, quiet. Cover me. Shoot them all. Oh. Ist da gerade ein Schuss an den Helm gegangen. Und das Kraut nehmen wir mit, die Karotte. So. Oh. Wormwood. Große kaputte Antenne hier. Oh nein, sag. Ah, oh, scheiße. Was ist der jetzt für ein großes Gebäude da hinten? Hat ihr das schon alle erschossen? Die Enemy Sniper. So, was ist diese Markierung? Das kann doch nicht schon der Gefangene gewesen sein, oder? Kannst du alle erschießen? Die haben nicht mal nicht ein einziges A. Kannst du alle töten? Ah, vielleicht habe ich die Location von Prisoner bekommen, als ich das letzte Mal hier war, bei der letzten Mission. Ich habe hier einen ausgefragt. Ich hab einen Sniper. Bringt uns alle um, der Sniper. Sniper hier, Sniper da, Sniper überall. Ja. Sniper die Piper die. Hier irgendwo abkürzen. Da hinten ist es wohl. Den müsst du nicht unbedingt töten, aber was soll's. Nur einer plus, das reicht mir nicht. War der Gefangene in der gleichen Ecke hier hinten, oder was? Ein Vehikel? Nein. Oh Gott, nicht darauf. Okay. Scheiße. Ach, das war nicht der. Das war nicht der Gefangene. So, und da hat er einfach verraten, wo mehr Metals sind. Ich dachte, der Gefangene ist da hinten. Im Sowjet-Tempel. Aber solange Quiet snipert, kann ich da nicht rein. Ich muss mal ein paar Leute erwischen.
irgendjemanden erwischen und ausfragen. I'm quiet. Muss einen erwischen jetzt. Oh, so weit weg der Prisoner. Schade. Und ich nehme mich mit. Du hattest so gute Werte. Ich nehme mich auch mit. Ich nehme... Oh, Fuel Resources. Aber es sind so wenig Fuel Resources. Das ist nur 750. Die weißen. Das sind die geilen Container. 10.000 GMP gegen 750 Fuel Resources. Kein guter Tausch eigentlich. Das ist hier das Miner Metal. Steht auch MM drauf an der Seite. Oh, wie viele Ressourcen die hier haben. Och, ist das schön. Nehme ich alles mit. Nehme ich alles mit. So, und wo ist der Gefangene? Wird hier auf der Karte angezeigt? Ja, zumindest auf meiner Karte da vorne wird er angezeigt. Okay. Gut, dann nehme ich den Umweg drumherum. Wir gehen mal gleich kurz ein bisschen in die Werbung, weil wir wieder zurück sind. Dann sind wir hoffentlich auf der anderen Seite und schnappen uns den Schnappomat, holen den nächsten Prisoner raus und ich hoffe dann nur noch eine Nebenmission, damit wir hoffentlich die nächsten Gesprächsfetzen freischalten, denn die Mission auf Hard will ich nicht machen. Wollen wir ja alle nicht. Alles klar, dann bis gleich.